Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Aufgebraucht-Video für den Monat April. Wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Als allererstes habe ich ein Flop-Produkt für. Da oben. Alverde Lip Cream in der Farbe 40 Lovely Violet. Ich habe den erst gerade eben aufgetragen, habe natürlich viel gequatscht wegen den Videos und dann läuft er mir schon aus. Das finde ich natürlich nicht so gut und von daher keine Empfehlung. Duschgel von der Firma Original Source in der Duftrichtung Vanille und Himbeere. Ich fand die Waschwirkung, sag mal das so, die Pflegewirkung ja nicht. Es hat seinen Job gemacht und es hat sauber gemacht, es hat sehr gut geduftet, wobei ich sagen muss, dass die Düfte von Original Source ziemlich stark sind, aber ich habe das hier im Sale gekauft für ein paar Cent und von daher fand ich das in Ordnung. Dann habe ich Ampullen aufgebraucht und zwar waren diese Ampullen in einer Glossy Box drin von der Firma Barbour und Barbour ist ja eine ziemlich preisintensive Marke. Ja, das ist dann in Zusammenarbeit mit der Glossy Box wohl entstanden, dieses Produkt oder diese Verpackung mit den Ampullen, die hier drin waren. Die habe ich jetzt alle aufgebraucht. Ich fand sie auch nicht schlecht, aber Ampullen mag ich nicht so gerne, weil man sie irgendwie, ich weiß nicht, die Dosierung finde ich irgendwie blöd. Da sind ja Glasfläschchen drin gewesen, also Glasampullen, die musste man dann so aufbrechen. Ja, ich weiß nicht, also ich konnte, da war halt sehr viel drin und ich konnte das nicht alles anwenden an einem Tag. Ich habe das dann auf 2 Tage verteilt, dann ging es. Aber dann halt diese Aufbewahrung, es war natürlich blöd. Ich fand sie gut von der Pflegewirkung, aber Ampullen würde ich mir jetzt nicht nachkaufen. Dann war ich wieder fleißig baden. Und zwar habe ich hier Badekristalle oder Badesalze aufgebraucht. Von Kneipp, von Dresdner Essence und von Tetisep. Die fand ich jetzt nicht so gut, weil ich das Gefühl habe, dass die doch ziemlich ausgetrocknet hat. Das ist das badische Badesalz Detox Pure. Was ich immer wieder nachkaufe, sind die hier, also die von Dresdner Essence und von Kneipp. Die sind einfach unschlagbar und ich finde, die schäumen sehr gut. Also es reicht, sie schäumen jetzt nicht übermäßig, aber es reicht absolut. Und was ich ganz toll fand, ist Tag am Meer. War so schön, weil es das Wasser sehr, sehr schön blau gefärbt hat. Und ich glaube, bei dem war das auch so. Bin mir dabei jetzt nicht sicher. Badekristalle, Spuren im Sand von Kneipp, fand ich auch ganz toll. Ja, wie Erkältungsbad. Ist halt ein Erkältungsbad. Aber der Duft war auch ganz okay. Und ja, würde ich immer wieder nachkaufen. Dann habe ich 2 Masken aufgebraucht. Einmal von Garnier, diese schwarze Tuchmaske mit Bambuskohlenvlies. Das Vlies habe ich aufbewahrt. Das ist hier so ein schwarzes Vlies, also eine schwarze Tuchmaske halt. Ne? Und ich finde, sie konnte man sehr gut anwenden, was die Aussparungen betrifft. Haben auf mein Gesicht gepasst und die Pflege war auch okay. Ja. Und dann habe ich noch die von Misha aufgebraucht. Da habe ich ja auch eine kleine Review drüber gemacht. Verlinke ich euch hier oben. Und ich war auch sehr, sehr zufrieden mit ihr. Die sind halt sehr, sehr feucht, sehr nass, sehr gut getränkt. Sollte man vielleicht in der Badewanne nutzen. Fand die ganz in Ordnung und würde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Aufgebraucht habe ich von Rituals noch dieses tolle Duschbad. Luxurious Bath Foam Energy Bubbles Indian Rose and Himalaya Honey.
fand ich super, super schön. Wenn man, muss aber sagen, wenn man an der Flasche riecht, der Duft ist, hoppala, der Duft ist traumhaft. Wenn man aber dieses Bad ins Wasser kippt, dann entwickelt sich ein etwas anderer Duft, der mir nicht so gut gefallen hat, wie der Duft, wenn dieses Bad in der Flasche geblieben wäre. Ich finde auch, was ganz gut ist, es ist sehr ergiebig, das heißt, man braucht wirklich ganz, ganz wenig von und trotzdem schäumt die Badewanne wie Bolle. Und ich würde es mir eventuell nochmal schenken lassen, denn es war ein Geschenk, Weihnachtsgeschenk, und aber ich glaube, selber kaufen würde ich es mir nicht. Dann habe ich aufgebraucht noch von Nu Skin. Das ist ein Peeling, das nennt sich Polishing Peel. Ich bin davon begeistert. Also wenn euch das interessiert, schaut mal auf deren Homepage drauf. Werde ich euch unten verlinken. Das ist ein Peeling, das keine Peelingkörner in sich hat. Man muss es einfach nach der Reinigung auftragen, einmassieren, eine Minute einwirken lassen und dann abwaschen, und man hat danach ein wirklich ganz, ganz tolles, eine ganz glatte Haut. Also ich war wirklich sehr, sehr begeistert davon. Fällt mir sehr gut, und ich habe auch schon ein Backup im Schrank stehen. Dann ein Balea Rasiergel. Ich liebe diese Dinger. Ja, ich kann damit sehr gut rasieren. Ich finde die Düfte ganz toll. Die haben ja immer ja, alle paar Monate oder alle halbe Jahre neue Duftrichtungen. Das ist jetzt die Duftrichtung Sweet Berry und mit Brombeeren und Holunderblütenduft, und ich bin damit immer sehr zufrieden. Dann habe ich hier von Schwarzkopf Oses Plus, was kann ich dazu sagen, nennt sich Lamination Smooth Polish, Smooth Polish Elixir. Steht da noch eine Beschreibung drin? Mal schauen. Ja, oder? Ja, genau, weil ich weiß nicht mehr genau, was es genau ist, aber es hat, also ich fand es gut so. Und zwar ist das bei Anwendung vor dem Föhnen verleiht das Smooth Polish Elixir mit Anti-Friss-Effekt Geschmeidigkeit und prachtvollen Glanz, ohne zu beschweren. Und tatsächlich, es ist wirklich so, also ich habe es immer nach dem Waschen angewendet, vor dem Föhnen, und ich habe wirklich immer das Gefühl gehabt, dass meine Haare glänzen und geschmeidig sind. Man konnte sich so durch die Haare gehen. Ich würde es mir eventuell nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht von Garnier Fructis Oil Repair Coco Frizz Control, kräftigendes Shampoo für widerspenstiges und trockenes Haar, oder Silikone ohne Parabene. Ich mochte das nicht so gerne. Der Duft hat mir nicht sehr gut gefallen. Ich mag Kokosduft im Allgemeinen schon, aber dieser Kokosduft, der war sehr speziell, also ist noch irgendetwas anderes dabei gemischt worden, und ja, diese Kombination mag ich einfach nicht. Es hat wohl gereinigt, aber das fliegende Gefühl, was man normalerweise haben sollte, es hat wohl gepflegt, aber irgendwie fehlte da so diese Geschmeidigkeit nach dem Föhnen. Weiß ich nicht. Also mir hat es nicht so gut gefallen. Meine Kinder haben aufgebraucht das Bilou Plummy Kisses cremiger Duschschaum. Ich persönlich mag die nicht so gerne, weil sie mir einfach kein sauberes Gefühl geben. Also irgendwie komme ich damit nicht klar, weil ich das Gefühl habe, die sind klebrig. Ich weiß auch nicht. Meine Kinder haben es gern benutzt, und ich muss sagen, die haben da für diese Pulle dreimal duschen. Also die haben damals dreimal geduscht, weil ich meine, das ist auch alles eine Spielerei. Die Verpackung sieht auch wunderschön aus. Und wenn dann der Duft da rauskommt, nicht der Duft, der Schaum rauskommt, dann ist es wirklich ein sehr schöner
fluffiger Schaum, mit dem man sehr viel spielen kann, sehr viel anstellen kann. Also ich würde es mir auf jeden Fall nicht nachkaufen. Dann habe ich hier noch von Santé Glanz Shampoo, Bio-Orange und Kokos. Das haben wir eigentlich alle verwendet, auch meine Kinder, und würde es mir aber nicht nachkaufen, weil ich bei meinen Haaren das Gefühl habe, dass mir das nicht irgendwie nichts bringt. Meine Haare brauchen einfach noch mehr Pflege und Reinigung. Meine Kinder haben es aber auch gerne benutzt. Ich würde es mir nicht nochmal nachkaufen, vielleicht für meine Kinder, weil die eigentlich ganz gut damit klargekommen sind. Von B2 Professional Perfect Face Refine and Prime Base Cream. Also ein Primer, den ich auch eigentlich jeden Tag genutzt habe beim Schminken. Allerdings ist er noch, ja, wie soll ich sagen, er hat zwar einen Hitzepen, aber da ist noch viel drin. Dummerweise ist dieses Produkt gekippt. Ich weiß nicht warum, es war die ganze Zeit in meiner Schublade drin. Und ich habe es auch nicht so lange. Ich weiß nicht, warum es gekippt war. Vielleicht, weil ich mit den Händen immer so reingegangen bin. Ob das irgendwas mit den Bakterien zu tun hat, ich weiß nicht. Keine Ahnung. auf jeden Fall muss es leider weg. Ich fand es ganz gut. Werde mir aber nicht nachkaufen, weil ich dann noch bessere Produkte hier bei mir habe. Das war mein Aufgebraucht-Video für den Monat April. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.